Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 22. September 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Parteienfinanzierung gibt es reden. Das ist ja das erste Mal bei diesen Wahlen, dass man müsste offenlegen. Und wir haben es gestern schon diskutiert, das ist überall jetzt das Thema. Die Linken, die jahrzehntelang immer gefordert haben, mehr Transparenz, ausgerechnet die Linken, aber wir sind nicht überrascht, zeigen die Transparenz jetzt nicht, vor allem Gewerkschaften nicht. Dominik, was sind da die neuesten Entwicklungen? Ja, super aufgeschafft hat das der Yannick Güttinger auf nebelspalter.ch, wie da die Regeln umgangen werden. Also man macht mehrere Demos, am letzten Samstag die sogenannte Kaufkraft-Demo, wo per Zufall in der vordersten Reihe lauter Leute gewesen sind von der SP, die gerne wieder gewählt würden werden, wo die haben auch Auftritt gehabt und so weiter. Das ist aber alles nur ein Zufall gewesen, sagt der Vertreter vom Gewerkschaftsbund, der Sprecher. Das hätte nichts mit den Wahlen zu tun gehabt, da ging es nur um die Löhne und so weiter. Das Gleiche tut man rausreden bei dem feministischen Streik, oder, wo es ganz klar auch darum gegangen ist, etwas zu wiederholen, wo 2019 so ein bisschen zu einer sogenannten Frauenwahl geführt hat. Auch das hätte nichts damit zu tun gehabt, es sei nur um Lohnforderungen gegangen. Oder man muss es einfach anders framen und dann kommt man durch, meinen einmal die Leute bei Links und Grün. Genau, und jetzt hat aber in der Zürich-Zeitung, bei dem Tagesanzeiger, jemand noch herausgefunden, dass die Finanzkontrolle das ganz anders sieht und das auch prüfen will. Was sind da noch die wichtigen Details? Ja, der Konrad Stählin von Tamedia hat den Finanzkontrolldirektor Pascal Stirnimann offenbar am Telefon gehabt. Ich weiß es nicht, das schreibt er nicht. Und ich muss es wirklich vorlesen. Wenn es eine große Kundgebung gibt, dort 10 Kandidierende einer gewissen Partei auftreten und ihre Wahlkampfslogans wiedergeben und die Organisatoren sagen, dass das keine Kampagne für die Wahlen sei, dann werden wir diesen Fall sehr genau prüfen. Er hat sich also nicht zum konkreten Fall SP und Gewerkschaftsbund geäussert, aber das, was er da beschreibt, das ist genau am letzten Samstag passiert. Also genau, das ist also fast ironisch. Also er macht es ja wirklich extra, das ist sehr schön, dass er das so schön vorsichtig sagt. Aber was auch noch interessant ist, muss man jetzt auch wieder mal den Tagesanzeiger loben. Oder zuerst haben ja alle Medien genau die Agenda von der Linken erfüllt und genau so dargestellt, als hätten die Bürgerlichen viel mehr Geld, die SVP und die FDP und die Wirtschaft, ganz viel Geld. Das ist ja das Narrativ oder der Jammer. Gesang von der Linken in den letzten 20 Jahren. Sie haben immer behauptet, sie hätten gar kein Geld, obwohl sie ja gerade vor allem Gewerkschaften ein Riesenvermögen haben, bis zu einer Milliarde. Aber das Narrativ hat jetzt doch sehr schnell in den Medien, zumindest jetzt im Tagesanzeiger, auch geändert. Man hat jetzt plötzlich gemerkt, irgendwo stimmt das nicht ganz. Und eben die Gewerkschaften müssen wir eigentlich wirklich auch aufführen, um genau zu zeigen, was da die verschiedenen politischen Lager an finanziellen Mitteln haben. Und ich meine, ich würde es noch einmal betonen, die Gewerkschaften hocken auf einer Kriegskasse, wie sie niemand hat in diesem Land. Und es ist von Anfang an meiner Meinung nach völlig unvorstellbar gewesen, dass der Gewerkschaftsbund nicht würde die SP unterstützen und auch die Grünen, aber vor allem natürlich die SP. Und wie abhängig die SP ja ist von den Gewerkschaften, haben wir ja gemerkt, wo es ums Rahmenabkommen gegangen ist. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass praktisch alle Leute in der Fraktion von der SP, die wollen ja eigentlich mit der EU den Ausgleich, die würden gerne ein Rahmenabkommen unterzeichnen und nur die Gewerkschaften haben das können verhindern. Mit relativ wenig Leuten, die sie selber in der Fraktion haben, haben sie das können verhindern. Warum echt? Man sieht es jetzt, wie sie einfach Geld haben und das Geld braucht die SP. Das können sie weder Referenden noch Volksinitiativen, aber eben auch keine Wahlen überhaupt gewinnen. Also es ist ganz ein wichtiger Punkt, aber es geht für sie. Hoffentlich tut die Finanzkontrolle das genau anschauen. Und das letzte Statement vielleicht auch noch. Es zeigt sich eben immer, das hat man in Amerika ja auch erlebt. Da macht man zuerst so ganz komplizierte Regeln. Und es ist immer das Gleiche bei diesen Regeln. Man findet dann immer Wege, wie man Regeln eben auch wieder kann umgehen. Man sollte doch ehrlich sein, es ist doch klar, dass es auch richtig ist, dass Leute, die sich engagieren in der Politik, auch Verbände, auch die Wirtschaft, aber auch Gewerkschaften, auch NGOs, ist ja alles okay, dass die Geld einsetzen für ihre Interessen. Das ist doch klar. Und dass nicht alle immer genau wollen sagen, wie viel wo sie einsetzen, ist doch auch wieder richtig. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema,
wo vor allem Hausbesitzer und Immobilienbesitzer und einfach Leute, die würden gerne Hausbesitzer einfach unbedingt sollten kümmern. Sie sollten sich ständig an Schuhe behalten, was eben läuft. Und um das zu machen, haben wir hier eine ganz wichtige Botschaft, die uns freut, wenn ihr dort gut zuhört und euch das zu Herzen nehmt. Verkauf, Bewirtschaftung und Bewertung. Immovisa ist die richtige Partnerin für Sie. Kontaktieren Sie uns jetzt online auf www.immovisa.ch und sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung. Ja, was wir gestern schon angekündigt haben und alle Spatzen vom Dach gepfiffen haben, der Beat Jans, Regierungspräsident SP Basel-Stadt, hat angekündigt, er wird im Bundesrat. Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten? Ja, er ist heute um 9:15 in Bern vor die Medien getreten, mit einer Krawatte, das ist speziell für ihn, mit einem äußerst schlecht sitzenden Anzug, irgendwie, ich weiß nicht, wo er den gekauft hat, und hat verkündet, was alle schon gewusst haben, er will Bundesrat werden. Er ist damit der vierte Kandidat. Ich habe ihn auch schon als Racheengel bezeichnet, das hat er aber in Abrede gestellt, dass es ihm also nicht darum ging, irgendwie zu rächen, dass letzten Dezember Eva Herzog Ständerätin SP Basel verloren hat gegen Elisabeth Bohm-Schneider. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er hat Leute aufgeboten, die ihn gelobt haben. Das macht man so. Das ist so ein bisschen Usus geworden in den letzten 2-3 Jahren. Lustig ist vor allem, dass auch der Erik Nussbaumer auftreten ist, Basel-Bieter, Nationalrat, der ja selber einmal gesagt hat, er will im Bundesrat kommen. Wobei, er hat gesagt, nur wenn der Daniel Josic auf dem Ticket ist, würde er auch antreten. Ja, ja, genau. Richtig verstanden. In dem Sinne wahrscheinlich nicht ganz ernsthaft gemeint. Aber Racheengel ist er eben auf eine Art gleich, wenn er das natürlich bestreitet, aber zwar nicht für Basel, sondern eigentlich gegen die Eva Herzog, weil die zwei sind ja eigentlich immer Rivalen gewesen. Und du kannst dich erinnern, in Basel hat es ja mal einen riesen Krach gegeben zwischen Herzog und Jans, wo der Jans ein Referendum ergriffen hat gegen die Eva Herzog. Ich weiss nicht mehr genau. Aber das waren nie zwei Genossen gewesen, die sich wirklich geniessen gegenseitig. Die haben sich nicht gern. Und von dem her ist er natürlich auch, ja, ist natürlich jetzt auch eine bittere Ironie. Bitter vor allem auch für die Eva Herzog, dass ausgerechnet der Beat Jans jetzt das auch noch probiert. Und er hat, sehen wir schon so, oder Dominik, er hat bessere Chancen, oder? Wie würdest du seine Wahlchancen heute einschätzen? Ich glaube einfach, er macht die groben Fehler von der Eva Herzog nicht, weil er einfach mehr Erfahrung hat in Bern und vielleicht auch, ja, ich sage es jetzt, ich glaube halt, er ist ein bisschen durchtriebener. Er wird nie so blöd sein und wenn er dann auf dem Ticket ist, irgendwie sich immer noch so Juso-mässig geben und pointiert links. Oder? Das ist, die Eva Herzog hat, kaum ist sie auf dem Ticket gewesen, alles gemacht, dass man immer noch das Gefühl hat, sie sei eine Sozialdemokratin. Dabei musst du eben genau das Lalo machen, das ist meine alte Theorie. Wenn du auf dem Ticket bist, musst du eben nicht mitziehen, oder? Musst die Kurve kratzen. Und letztlich eben der Bundesversammlung, denen, die dich eigentlich wählen, zeigen, dass du eben, ja, schon links bist, aber man kann mit dir reden, man kann mit dir Kompromiss machen, man kommt einen Termin über und so weiter. Und dass du auch noch Schwarznasen schaffst, ist auch noch ganz wichtig. Also alle die Wohlfühlfaktoren, die Bürgerlichen brauchen, damit ihnen die Hand nicht abgehen, wenn sie dich wählen. Und das kann der Beat Jans, da bin ich überzeugt, er kann charmierend wirken, obwohl er ein hundertprozentiger Ideologe ist und er hat so etwas von Arroganz, und zwar nicht nur gegenüber Andersdenkenden, auch innerhalb der Partei. Es wird also Leute geben in der SP, wo, wenn es eine Alternative gibt, lieber jemand anderes aufs Ticket tun. Aber wenn er es schafft, dann ist er einer der Kronfavoriten. Genau, aber jetzt würde ich mal schnell sagen, ein paar Punkte, die er ein bisschen gegen entsprechen. Erstens, ich glaube, er kauft kein Schöfli. Also ja. Er wird jetzt kein Schöfli kaufen, damit er gewählt wird. Und er könnte geissen oder vielleicht ein Fisch. Oder? Das wäre vielleicht auch schön, ein Aquarium mit Lachs. Weil der Lachs sollte ja wieder in Basel angesiedelt werden. Also da wäre vielleicht zu empfehlen. Aber er glaubt, das macht er nicht. Zweitens wollte ich noch darauf bestehen, dass, oder wir hoffen es zumindest, dass er den schlechten sitzenden Anzug nicht in Lörrach gekauft hat. Weil Einkaufstourismus ist einfach ein Problem von Basel-Stadt und der Regierungspräsident sollte das nicht machen. Aber wenn er so schlecht sitzt, habe ich fast das Gefühl, das ist doch ein Anzug aus Lörrach. Jetzt noch ein bisschen ernsthaft.
Aus Basel hört man also schon auch sehr Kritisches über den Beat Jans. Und genau da, wo du nämlich gesagt hast, oder? Dass er nämlich vorne durch sich sehr geschmeidig kann anpassen, immer das sagt, was der will hören, wo er mit dem redet, aber dann hintendurch ganz Gegenteil macht. Also erstens ist er wirklich, er ist parteitreu, das sowieso, aber er ist auch ideologisch. Aber er hat also schon auch charakterliche Schwächen, würde ich sagen. Und das ist auch die eigene Anekdote noch wichtig, was ich mit ihm erlebt habe, der Beat Jans. Mit dem haben wir, habe ich eigentlich mal ein Mittagessen abgemacht gehabt und nachher ist rausgekommen. Und das habe ich dort zu dem Zeitpunkt so auch nicht genau gewusst gehabt, dass der Christoph Blocher die Basel-Zeitung gekauft hat. Und dann hat also der Beat Jans erstens natürlich nicht mehr wollen mit mir zu Mittagessen. Aber vor allem, und das finde ich, muss ich einfach sagen, das ist ein Verhalten, das ich ganz schlimm finde. Nicht einmal die Hand hätte man wollen geben. Also das sind so, ja, das sind so Brutalo-Nazi-Rituale, die ich nicht gut finde und ich kenne andere Leute, die Ähnliches erlebt haben. Also, der vierte Punkt, der jetzt auch noch gegen ihn spricht, ist, also, es tut mir leid, dass wir das sagen müssen, gell, Dominik, aber Basler sind einfach nicht so beliebt in Bern. Einfach grundsätzlich im Bundeshaus nicht so beliebt. Und das ist auch noch eine gewisse Schwäche von ihm. Das ist sicher so. Also da macht er einen, wie die Amerikaner sagen, einen Uphill-Battle muss er machen. Aber jetzt ist wirklich, oder die nächsten 2-3 Wochen, bis eben eine Woche nach den Wahlen, bis so lange kann man sich noch melden bei der SP, das ist entscheidend, wer jetzt noch kommt. Oder? Wenn wirklich die Alpha-Tiere kommen. Heute hat der Blick eine Geschichte gemacht, dass der SP-Kandidaten ausgingen und man tut jetzt sogar den Christian Löwer an. Also der Verwaltungsratspräsident von der Post, Ex-Parteipräsident und Ständerat für die SP aus dem Kanton Freiburg, den tut man beknien. Das habe ich also, ehrlich gesagt, das Gerücht habe ich noch nie gehört. Aber es ist möglich, weil es zeigt letztlich, und der Blick steht der SP sehr nahe, das zeigt letztlich schon, also in der Partei gibt es ein bisschen ein Unbehagen, weil die Kandidaten, die man bis jetzt hat, irgendwie Josic, dann der Mustafa Atici aus Basel, Abischer und jetzt Jans, das sind alles nicht die wahren grossen Büffel von der sozialdemokratischen Savanne. Gut, Josic wäre schon stark, aber eben richtig auf Parteilinien. Genau. Oder? Der will ums Verrecken nicht. Beim Löwra glaube ich habe das Gerücht auch gehört, aber ich habe es ein bisschen anders gehört, dass nämlich der Löwra selber sich interessiert. Und vielleicht hat der Blick jetzt das einfach ein bisschen wohlwollend frisiert, dass man nicht das Gefühl hat, der Herr Löwra sei nicht ausgelastet als Postpräsident. Das aber ist er auch nicht. Ist er sicher nicht und er ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt extrem geeignet für das. Aber dass der Christian Löwra wieder gerne zurück wäre auf Bern, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und es würde auch noch reinpassen, die Freiburger Connection. Oder der Alain Berset hat jetzt 12 Jahre dürfen. Und dann kommt der Christian Löwra, der tut auch noch mal 12 Jahre. Einfach, weil die Freiburger SP einfach so eine wahnsinnig gute Partei ist und eigentlich das ganze Land sollte die nächsten 300 Jahre führen. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema. Es geht ums Stromabkommen. Da hat Albert Rösti letzten Samstag in der Zürich-Zeitung, und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig gewesen, hat er mal ganz klargestellt, dass Stromabkommen, das wäre okay, aber es ist nicht so, dass wir runtergehen ohne Stromabkommen. Wir brauchen das nicht um jeden Preis. Jetzt hat er wieder widersprochen, weil das ist klar, es gibt starke Interessen von der Stromwirtschaft, die nämlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und einfach alle Fehler, die sie gemacht haben, alle Mängel, die sie jetzt aufweisen, alles Versagen, wo sie die letzten 40 Jahre an den Tag gelegt haben, natürlich gern mit einem Stromabkommen würden zudecken. Dominik, was ist da passiert? Ja, und es gibt viel Druck auch von den EU-Turbos hier in Bern, oder? Weil das Stromabkommen ist eigentlich der Hebel, um die politisch-juristische Anbindung von der Schweiz an Brüssel zu fördern. Und darum hätte das nicht können so bleiben mit dem Votum von Albert Rösti. Heute das Interview von Christoph Isering und von David von Plon in der NZZ mit dem Yves Zumwalt. Der ist Chef vom nationalen Netzbetreiber Swissgrid. Das ist die Agentur, die für das Netz zuständig ist und die uns immer wie höhere Rechnungen schickt, weil das Netz immer teurer wird und weil es immer moderner muss werden und immer abhängiger. Er sagt, die Stabilität des Stromnetzes sei gefördert, wenn man das Verhältnis mit der EU nicht kläre. Die Schweiz werde immer mehr ausgeschlossen, so von diesen technischen Kreisen, die man eben organisieren, dass das Netz stabil bleibt. Und physikalisch ist das wahnsinnig wichtig, das muss man schon sehen, dass die Netze ausgleichen. Oder früher ist da die berühmte, wie hat die geheissen,
Laufenburg, oder? Irgendwie die Firma in Laufenburg, Doris Leuthard, ja, ist gerade nochmal im Verwaltungsrat gewesen, die hat das faktisch gemacht und man hat das auch auf, weißt du, unpolitisch gemacht. Da hat einfach der eine Netzorganisator in so einer Firma hat irgendwie einem anderen dann angeläutet und gesagt, du, wir haben dann und dann ein Problem, weil irgendwie eine grosse Fabrik dringend viel Strom braucht. Und dann hat man sich gegenseitig unbürokratisch geholfen. Heute muss das alles administriert werden durch die Netzagenturen und durch die EU. Und darum ist es instabil geworden, oder? Also respektive darum ist es nur dann stabil, wenn man eben irgendwo durch sich gegenseitig anerkannt und so Gremien bildet und wahrscheinlich Protokoll schreibt und so weiter. Und das will er unbedingt wieder haben. Gut, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch nicht ganz stimmt, was er jetzt da erzählt. Das ist ja der Sound. Ich meine, es ist ja lustig. Jede Branche bringt immer genau den gleichen Sound, oder? Ob es die Wissenschaft ist, ob es, Medtech. Es ist immer der gleiche Sound. Oh, wir werden ausgeschlossen, wir sind so allein. Das sind einfach weinerliche Weicheier, wo man einfach mal so sagen, hört mal auf, den Schrott die ganze Zeit zu erzählen. Weil zum Beispiel gerade bei der Medtech haben wir ja gesehen, von dem hören wir gar nichts mehr. Das Jammern ist plötzlich weg, ist einfach weg, aufgelöst, die Luft aufgelöst. Der Herr Zumwalt soll einfach seinen Job machen. Ich bin absolut überzeugt, dass das, was du vorher geschildert hast, das läuft immer noch. Das läuft immer noch pragmatisch. Das sind sehr technisch. Das sind technisch orientierte Leute. Aber wenn natürlich das Ganze eben politisiert wird, dann behauptet man, man hätte da wahnsinnig Schwierigkeiten. Und was ich auch noch herzig finde am Herrn Zumwalt, ein Grund, warum das System europaweit total unstabil geworden ist, hat ja mit der Sonnenenergie zu tun, mit dieser blöden Windenergie, wo das System extrem belastet, weil es natürlich volatil ihren Strom können einspeisen können. Und das ist eines der grossen Probleme, wo der Herr Zumwalt natürlich auch nicht gross betont. Nein, hört auf mit dem Jammern. Welche Branche will noch? Wir können jetzt die nächste Branche ausdenken, die wieder mit dem gleichen Sound kommt, wo wir schon so viel mal gehört haben. Nur aber kurz, die Beispiele, oder? Im Winter hat die Schweiz nämlich dreimal Süddeutschland vor einem Blackout gerettet, oder? Und da muss man schon sagen, wenn die EU uns komplett ausschließt und eben auch die, du sagst es jetzt richtig, die informellen Kontakte zwischen den Leuten, die an diesen Hebel hocken, nicht mehr funktionieren dürfen oder sogar verboten sind oder überwacht werden. Ja, dann hat Deutschlands Nachsehen, die Industrie in Baden-Württemberg, das wird dann ganz schlimm, oder? Genau, und ich würde es einfach noch einmal betonen, die Stromwirtschaft, die schweizerische Stromwirtschaft, die jetzt hat müssen Strompreiserhöhungen mitteilen, wie, ich weiss nicht, wenn das letzte Mal in dem Ausmaß passiert ist, ich meine, das ist ja verrückt. Und das hat alles damit zu tun mit 40 Jahren schlechter Strompolitik. Und da ist Stromwirtschaft selber auch beteiligt und selber die Schuld. Ich meine, wer hat das AKW von Mühleberg einfach zugemacht? Ich meine, das war ja BKW selber gewesen, hat behauptet, das sei gar nicht mehr wirtschaftlich und so weiter. Dumme Mumpitz ist das gewesen. Man hat einfach den Politiker gefallen. Das hat nämlich der Albert Rösti auch ganz richtig gesagt. Hätten wir Mühleberg nicht geschlossen, hätten wir heute ganz eine andere Situation. Es ist doch ganz banal. Bauen mal wieder neue Kraftwerke, Atomkraftwerke. Und wir sagen es wieder, Atom, Atom, Atom. Und dann müsste der Herr Zumwalt nicht die ganze Zeit auf höherem Niveau noch jammern und brüllen und wehklagen. Uiuiui, du armes Schäffli. Hör doch auf mit dem Job. Geh noch jemand anders arbeiten, wenn es so schlimm ist. Gut, jetzt gehen wir zu der Tamedia. Tamedia oder besser TX Group. Wobei es ist Tamedia, die da betroffen ist. Tamedia muss abbauen. Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten? Ja, Tamedia baut in der ganzen Schweiz 48 Stellen ab. 28 Stellen in der Romandie. Dort soll man 3,5 Millionen Franken sparen. 20 Stellen in der Deutschschweiz, um weitere 2,5 Millionen zu sparen. Betroffen sind Redaktionen, aber auch Produktion und so weiter. Und der Grund ist klar, da wird angegeben von der Geschäftsleitung, es sei halt immer noch so, dass der Print, also die gedruckten Zeitungen, dass die immer mehr Einnahmen verlieren und darum müssen wir sparen. Gut, da wollen wir jetzt wirklich nicht mit Schadenfreude irgendwie das kommentieren. Nein. Das ist nicht gut, oder? Das ist für die ganze Branche ist das schlecht. Das ist wirklich Bad News. Es ist für die Kollegen Bad News. Tamedia ist einer der grössten Verlage in der Schweiz, auch einer der traditionell rentabelsten. Das heisst eben, ich meine, wenn sie abbauen, machen sie das wirklich, wie sie es müssen und wie sie es wissen, dass es nötig ist. Aber wie geht das weiter, oder? Ist eigentlich jetzt irgendwie noch der Zeitpunkt, wo man muss sagen, wir haben ja die gleiche Diskussion auch beim Nebelspalter, dass man eben am Schluss wirklich Redaktionen nur noch von 5 Leuten hat. Die riesen Redaktionen von der Vergangenheit sind eben wahrscheinlich wirklich Vergangenheit, weil
wir sehen es beim Nebelspalter auch. Der Print ist zwar bei uns noch recht stabil, aber hat natürlich nicht das Ausmaß wie bei Tamedia. Und im Digitalen ist es einfach ein Uphill-Battle, das ist ganz klar. Man muss die Leute wieder dazu bringen, dass sie wissen, dass halt Journalismus etwas kostet, dass man im Digitalen muss etwas zahlen, dass uns das sonst Arbeit nicht ermöglicht. Und deshalb auch an euch alle, an euch, unsere Zuhörer, so viele treue Zuhörer haben wir. Wir haben so irrsinnige Zahlen bei Bern einfach, über 140'000 Downloads pro Monat. Also das sind so viele Leute, wo Bern einfach hören, und ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, du auch, Dominik, bisschen gut, tönt doch den Nebelspalter abonnieren. Wir brauchen die Abonnements, sonst können wir das alles nicht machen. Auch wir müssen ab und zu warme Suppen essen, und die kostet auch 30 Rappen, solange der Herr Zumwalt nicht noch den Energiepreis noch weiter aufgetrieben. Nein, aber wirklich, das ist ein wichtiger Aufruf. Wenn ihr den Journalismus schätzt, den wir hier machen, oder eben auch von den anderen Medien, tönt doch das wieder unterstützen. In den Beiz zahlt ihr auch für den Kaffee. Warum nicht im Digitalen? Es sind nicht grosse Beträge, aber sind für uns und für den Journalismus und für die Zukunft des Journalismus wirklich wichtig. Und wir alle wollen nicht, dass der Staat kommt dann immer gern, oder? Wenn der Herr Zumwalt brüllt, dann kommen alle auch und können ihm helfen. Und das Gleiche ist bei den Medien. Wenn die Medien anfangen zu brüllen, dann kommt dann auch der Staat. Und sobald der Staat kommt, gibt es nicht mehr unabhängige Journalismus, dann könnte man Bern einfach gerade kassieren. Wir sind da so kritisch ab und zu der Regierung, das haben sie nicht gern. Also in dem Sinn, wirklich, wenn man jetzt schaut, was da bei den Tamedia passiert ist, tönt euch besinnen. Digital müsst ihr auch abonnieren, wenn ihr weiterhin wollt, guten Journalismus haben. Auch das kostet. Gut, wir kommen zum letzten Thema. Wir sind bei 21 Minuten. Oh, scheiße, ja. Machen wir. Sollen wir aufhören? Ja. Gut, dann ist ja gerade noch gut mit dem Aufruf. He? Mhm. Gut, das war es von Bern einfach an dem 22. September 2023. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Wie gesagt, macht das. Wäre gut, wäre wirklich wichtig. Aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt euren Bekannten von uns erzählen, tönt uns vor allem hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Wir werden am Montag wieder für euch da sein, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.